Hey YouTube und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Bioshock Infinite. Infinite, okay. Gut. Was bedeutet eigentlich die 3? Ist, glaube ich, die Stufe, oder? Egal, wir nehmen mal Shock Jockey. Hooker, da drüben ist eine Tür. Wo? Ich glaube, hier geht's runter. Ja, schön. Moment, Lisbeth. Wir gehen da jetzt auch runter. Oh. Hallo? Ich hielt dich für einen Narren, lieber Bruder. Als du mir erzähltest, dass du wundervolle Musik aus Löchern in der Luft hörst, da zweifelte ich an deinem Verstand. Aber du hast mit diesen Dingern nicht nur ein Vermögen gemacht, du hast mir auch den Weg gewiesen. Okay. Okay, YouTube, wir sind... Du bist doch eine moderne Frau. Wir schreiben 1912. Es wird zwar... Man kann ihnen ihre Irre... Okay, ich glaube, ihr seid jetzt tot, oder? Kann ich hier irgendwie... Okay, kann ich nicht. Alles klar. Die wollten mich angreifen, das habt ihr gesehen, oder? Vox Anarchist Daisy Fitzroy. Und wer ist das? Labor. Aha. Murder. Vox Populi Crime Board. Achso. Aha. Oh, was ist das da? Kaffee trinken. Okay, ich glaube. Ja, doch. Shock Jockey habe ich. Okay. Alles klar. Oh. Was? Nee. Was geht denn? Was ist denn hier? Okay. Tja. Ja, Lisbeth. Tja. Was? Da. Chen Lin, Zelle Nummer 9. Ach so. Wir sind im Gefängnis. Warum kommt man eigentlich von der Bühne direkt ins Gefängnis? Das kriege ich hin. Ich habe für Leute wie Fink gearbeitet. Wirklich? Ich war bei den Pinkertons. Man hat uns gerufen, wenn Arbeiter Stunk machten. Und wozu? Um den Leuten zu zeigen, dass es unklug ist, die Arbeit niederzulegen. Und zwar mit Gewalt. Ich kann dir sagen, manchmal sind solche wie Fitzroy bitter nötig. Warum? Wegen Leuten wie mir. So. Hallo? Bleib, wo du bist! Okay. Hey! Was denn? Ein Codebuch. Schon eine Ahnung, was zu dekodieren ist? Nein. Halten wir die Augen auf. Ja, okay. Okay. Sag uns, was du mit dem Fitzroy weißt, verdammtes Schlitzauge. Wir wissen, dass du uns verstehst. Willst du was sagen? Oder sollen wir Mrs. Lin auch herholen? Schütte mir ein Kübel Eiswasser drüber. Wir müssen heute noch drei verhören. Okay. Passiert jetzt hier auch noch was? Oh. Ja, scheiß drauf. Ach, was riecht denn hier so? Hier unten gibt's keine Tür. Wie behandeln sie die Tiere? Wer ist das? Slade. Er ist... Du hattest recht. Es war keine Gnade, ihn zu schonen. Okay, war es besser, ihn direkt zu erschießen? Okay. Zelle Nummer 9 war es. Dann will ich erstmal hier hin. Siehst du es auf, Elisabeth? Ich probier's mal. Ich probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Was muss man getan haben, um an so einem Ort eingesperrt zu werden? Fink braucht keinen Ruhe. Warte mal, Moment. Magazingröße aller Waffen um 50%. Ausrüstung anlegen. Ist ein Grund. Nein.
Anscheinend nicht. Okay. Kannst du das öffnen? Kein Problem. Dann hier mach es auf, Schatzi-Matzi. Ja, Nummer 9. So. Der Witz, Sie sind ein Löwe. Aber man kann mir nicht vorwerfen, wenn ich meine Interessen wahre, oder? Ich weiß, Daisy Fitzroy hat eine Berufung. Doch Sie werden merken, dass sich Ihre Wege trennen. Löwen ziehen mit Löwen, DeWitt. Nicht mit Hyänen. Digga, ich hab kein Wort verstanden. Was ist das? Bei mir ist es gerade ultra dunkel. Ich sehe nicht mal was. Was muss ich hier machen? Oha. Lockpick nehmen. Okay, hier ist sonst nichts. Hallo? Geht jetzt hier vielleicht das Licht an? Was? Ach, zu spät. Verdammt. Hank. Wow. Was hat er gemeint? Wie sieht der denn aus? Jetzt müssen wir uns einen anderen Waffenschmied suchen. Nein. Tod ist tot, Elizabeth. Tod? What? Ist tot. Was? Was zum Teufel? Ich sehe Kopf. Und ich sehe Zahl. Nur eine Frage der Perspektive. Warum folgt ihr uns? Wer schickt euch? Comstock? Was wollt ihr von? Was sieht man hier? Aus diesem Winkel. Tot. Hör zu. Und so? Am Leben. Booker. Was ist das? Die Leiche ist weg. Sie war niemals hier. Ein anderes Columbia. Ein andersartiges. Was? Die gleiche Münze. Eine andere Perspektive. Kopf. Zahl. Tot. Am Leben. Wir müssen durchgehen. In dieses andere Columbia. Aber wie? Es ist wie Fahrradfahren. Man verlernt es nie mehr. Man muss nur den Mut haben, aufzusteigen. Hä? Was? Was? Ich bin... Wenn wir diesen Riss betreten, dann gibt es, glaube ich, kein Zurück. Willst du das wirklich? Ja, dann mach. Ich bereit? Wie denn? Riss öffnen. Ja, komm. Okay, öffne ihn. Okay. Da. Kein Blut mehr. Und keine Leiche. Eine andere Welt, Booker. Okay. Ein anderes Columbia. Ich schätze, ein toter Waffenschmied weniger wird nicht der einzige Unterschied sein. Au. Was ist das da oben für ein Aufstand? Eben waren, gab's doch... Oh, oh. Hallo. Ich gehe einfach weiter, ja? Ach, das sind Ketten. Mit Blut. Okay. Au. Weg da, Lisbeth. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? La 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 la. Hallo? Da ist ja Slate. Und der ist noch am Leben. Oh. Ich nehme an, das war es, was er wollte. Okay, jetzt ist er tot. Jetzt ist wenigstens, ja, wenigstens ist er tot. Was ist das da? Schwarze höher zu besteuern als Weiße. Ist das nicht grausam? Die Durchmischung der Rassen zu verbieten, ist das nicht grausam? Dem weißen Mann eine Stimme zu geben und sie dem gelben, schwarzen und roten Mann zu verweigern, ist das nicht grausam? Aber die eigenen Geschöpfe aus dem Paradies zu vertreiben, ist das nicht auch grausam? Oder die eigene Gefolgschaft in Wassermassen zu ertränken? Grausamkeit kann lehrreich sein. Und was ist Columbia anderes als die Schule des Herrn? Okay. Was ist das hier für ein Columbia? Ruhe! Ja? Ist jetzt mal ruhig hier. Slate ist tot. Okay, sie guckt mich ja kaum noch an. Ihr seid jetzt auch ruhig. Alles klar. Daisy Fitzroy! Los jetzt, du Scheißkerl! Erzähl mir was über Daisy! Mach ihn los. Was? Scoville sagt los, mach ihn. Sie
Sie bringen deine Geräte zur Verwahrstelle. Schätze, so bleibt er sauber. Warum? Bist du von der Columbia, Gassett? Die Frau von dem Schlitzauge hat mächtige Freunde. Komm, wir brauchen die Zelle. Aha. Okay, anderes Columbia. So wurde es ja gesagt. Hier ist etwas Geld. Okay. Steuer. Danke dir, mein Engel. Salze sind voll. Okay. Ich kapiere nicht, wieso Chen Lin wieder lebt. In dieser Welt wurde er gar nicht ermordet. Irgendwo erfahren wir vermutlich warum. Schätze, man kann nicht einfach so etwas ändern und erwarten, dass alles andere gleich bleibt. Okay. Warte mal, was? The Vox Theater? Oh. Was ist denn hier O? Naja. Diese Männer. Ich hab sie getötet. Die waren tot. Nicht in dieser Welt. Fokka, sieh mal, sie haben alle Nasenbluten. Tja, dann ist das halt so. Was hatten die alle? Sie haben sich erinnert. Erinnert woran? Tot zu sein. Aber da kann ich doch nichts für. Was hab ich denn damit zu tun? Was ist jetzt hier los? Hä? What? Wir waren gerade jetzt wieder beim Schamlabern. Hallo? Ruhe. Ja? Verdammt. Wen? Hallo? Unser Gegner davor. In der anderen Welt war er es, der da an der Wand hing. In der anderen Welt? Von der ganzen Sache kriege ich Kopfweh. Welcher Wand? Hallo? Was hat sie gerade gesagt? Ich verstehe das nicht. Lisbeth, du redest mit mir in Rätseln. Ach so, warte mal. Auf der Toilette waren wir ja da. Vielleicht gibt es jetzt wieder Kram. Nö. Warum auch? Hallo? Nö. Okay, das... Moment mal, ist das anders? The First Lady, nein, das hatten wir ja da auch. Aber da waren wir. In diesem Geheimraum. Interessant. Ja, das ist auch interessant. Free Sample. Okay, das haben wir ja alles. Aber das ganze Zeug ist aus der anderen Welt. Was ist das hier? Das ist so verwirrend. Okay, ich brauche Munition. Und das nicht zu knapp. Schrotflinte. Danke. Ups, falscher Knopf. Lisbeth, lass uns gehen. Dieser Ort ist nicht gut für uns. Okay. Warte mal, wo lang muss ich denn? Doch, ich bin richtig. Okay, dann gehen wir raus. Bereich verlassen. Die Plaza auf Ziel. Ich glaube... Ach, scheiße. Ich war viel zu langsam. Okay. Okay. Halt die Schnauze, Fink. Okay, YouTube. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.